insbesondere in der musikalischen Tradition, die aber vergessen oder zumindest unausgeschöpft war. Epitaphios wurde zum Skandal, weil es in einem bestimmten historischen Augenblick entstand. Eine radikale, liberale Jugendbewegung begann sich zu formieren, als Epitaphios fertig komponiert war. Dieser Gesang ist eine Widmung an die Mütter jener Kämpfer, die der rechtsextremen Gewalt zum Opfer gefallen waren. Hinzu kam die Stimme von Bizikotzis, der im griechischen Untergrund sang, und die Bouzouki, der ein sehr umstrittenes Instrument war, welches man mit Untergrund und Haschisch in Verbindung brachte. Lié avec le bas-fond, avec l'underground, avec les hashish, avec tout cela. Alors, il y avait tout cela qui m'a choqué, si vous voulez, l'intelligentsia. All dies schockierte die Intellektuellen, insbesondere die linken Intellektuellen. Aber das Volk, rechts wie links, und vor allem die Studenten, haben die Botschaft von Epitaphios sofort verstanden. Es wurde zu ihrem Ausdruck, zu ihrem Kampflied. Damit schlug die Stunde für einen neuen Abschnitt in der griechischen Volksmusik und im Kampf um die Demokratie.